Man kann niemals allen Leuten sympathisch sein. Du kannst dich nur entscheiden, willst du dich verstellen, um den Leuten zu gefallen, die dich eigentlich nicht mögen, oder willst du das ausdrücken, was du für richtig hältst? Integrität ist hier das entscheidende Wort. Ich achte, dass meine Gedanken und Gefühle im Einklang sind und dass meine Worte im Einklang sind mit den Gedanken und Gefühlen und dass meine Taten im Einklang sind mit den Worten, Gedanken und Gefühlen. Und ich richte meinen Handeln nach einer Hierarchie aus von Entscheidungen. Für mich grundsätzlich betrachtenswert, was sind die Regeln, was muss ich gesetzeswegen und so her machen. Wichtiger aber ist es auch gut, das zu machen für den Menschen, mit dem ich interagiere. Ist es auch gut für die Gesellschaft? Ist es auch gut über alles gesehen, global gesehen? Und ist es auch gut vor Gott? Kann ich mich so verantworten vor meinen Vorfahren, vor Gott, wenn ich diese Handlung mache? Um das zu haben, muss ich manchmal gegen das Gesetz verstoßen. Um das zu haben, muss ich manchmal auch Leuten vor den Kopf stoßen, weil es das Richtige ist. Die Wahrheit ist immer viel wichtiger. Und ich bin ja nicht unhöflich. Ich bin direkt, aber ich denke, ich drücke mich doch ziemlich anständig und höflich aus. Aber immer spreche ich die Wahrheit. Wenn sich jemand von der objektiven Wahrheit angegriffen fühlt, dann ist das auch richtig so. Dann muss dieser Mensch auch gerüttelt werden und geschüttelt werden und zum Nachdenken angeregt werden. Denn nur dann, wenn er enttäuscht wird und die Täuschung aufgehoben wird, kann er über sich hinauswachsen, weiterwachsen, sich entwickeln. Ich bin nicht primär dazu da, um euch sympathisch zu sein. Ich bin primär dazu da, um mein Wissen und meine Erfahrung mit euch zu teilen. Und dann kannst du entscheiden, was machst du damit? Wie gehst du damit um, dass ich mich hier hinstelle und sage, schau, so und so ist es. Und ich weiß, dass es so ist, denn diese und diese und diese objektive Wahrheit stecken dahinter. Und die sind unterstützt durch dies und das und jenes. Und ich mache mir auch nicht mal die Mühe, ich suche nicht mal Quellen raus und Studien, weil das ist mir zu viel Arbeit, weil ich weiß ganz genau, da gibt es die Confirmation Bias. Wenn es jemanden wirklich interessiert, dann nimmt er sich selbst die 10 Sekunden und googelt's. Und wenn es jemand nicht interessiert, dann macht er Moving Goalpost. Dann zeige ich die Quellen und der so, ja, ich glaub's trotzdem nicht. Deshalb mache ich das gar nicht erst. Ich sage, so ist es, glaub's oder nicht, überprüf's oder nicht, find mich sympathisch oder hass mich, das ist mir egal, ich tue das, was ich für objektiv richtig halte, auf allen diesen 5 Ebenen. Bis nächstes Mal.